Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Pokémon Sovereign of the Skies. Diese weitere Episode, der Pool Movie hat doch gar nichts davon gemacht. Es liegt daran, dass es normalerweise auf meinem zweiten Account läuft, aber ich wollte es einfach mal kurz auf meinem ersten Account machen, um eure Meinung zu hören und damit ihr vielleicht mal auf dem zweiten Account vorbeischaut. Ja, anderes Thema, wieso lade ich in letzter Zeit nicht so krass viele Sachen, neue Sachen hoch. Ich habe ja jetzt gestern was Altes ausgekramt. Das liegt daran, dass ich meinen Raum hier leider abgeben musste für die Austauschschülerin, die jetzt gerade aus England da ist. Aber das wird sich ab morgen dann ändern, weil da habe ich mir wieder komplett Zeit für Aufnahmesessions. Aber ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei Pokémon Sovereign of the Skies. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Sovereign of the Skies. Yo, wir sind beim letzten Part ganz knapp stehen geblieben. Ja, wir sind nur ganz knapp stehen geblieben im Pokémon Center, weil sonst wäre unser Kindwurm umgefallen. Und dann wären wir auch ohnmächtig umgefallen, weil wir halt kein Pokémon mehr gehabt hätten. Aber bei Swaggiger Remix Musik geht's jetzt weiter und ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, ob ich hier weiter lang gehen soll oder außenrum. Also durch, oder nicht außenrum, ob ich außenrum oder innenrum, aber ich glaube, es geht nur innenrum. Verdammt, nein. Ich dachte mir so, okay, wir haben zwei Chancen. Ich habe keinen Bock durch den Wald, also gehen wir einfach mal die andere Richtung. Aber nein, wir müssen durch den Wald. Ist ja mal schade. Egal. Rüpel M. Rüpel männlich. Hey, ein Nidoran weiblich und ein Nidoran männlich. Mann, das geht ja ab. Die Schulden. Uns keine Recht. Alter! Schulden uns keine Rechenschaft. Daran musst du dich gewöhnen. Ich weiß zwar nicht, was er vorgesagt hat, aber ich lese jetzt einfach nur den zweiten Teil durch. Ich dachte, wir sollen ihm helfen. Gletscheria zu retten. Nicht so negativ. Negativ. Nein, wir sollen ihm nicht helfen. Wir sollen unser eigenes Ding durchziehen und gehen. Und erstmal diesen Typen verprügeln. Ja, was machst du da? Ja, ich glaube, wir vergewaltigen dich jetzt. Nein, lass mich in Ruhe. Ah! Pokémon-Kampf. Ein großes eisernes T. T für T, ja. Team T. Team Eis-T, ich hab's. Hallöchen, Team Eis-T. Das ist schlecht, oder? Nein, es ist überhaupt nicht schlecht. Scheiße. Gut, dass unsere Beere jetzt erst verbraucht wird. Aber... Ah, hilf mir. Okay, das ist nicht nur ein bisschen, es ist krass, dass es ein Eisteam ist, ne? Und wir so krass Drachen-Pokémon haben. Immerhin sind wir jetzt Hashtag viel krasser drauf, Level 7. Hust, hust. Aber wir werden jetzt hoffentlich die Attacke von der anderen Frau... von Fragezeichen... Professor, lass Pool in Ruhe. Wenn ihr kämpfen wollt, dann gegen mich. So, so, dein Name lautet als Pool. Egal, ich habe keine Zeit für den Mist. Ich werde euch beide fertig machen, wenn es sein muss. Wir haben keine Lust, uns mit kleinen Kindern wie euch anzulegen. Wir haben viel Besseres zu tun. Los, bringen wir die Sache zu Ende. Vergiss sie! Wir haben keine Zeit! Los, schnell, schnell! Rennen, rennen, rennen! Motorrad! Wow, Eistee trinken und Motorrad! Los geht's! Puh, nick, 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 nick! Ah, und wir hauen ab! Hallo? Wie lange brauchen die denn bitte? Ich meine, die wollen uns nur erklären, dass sie keinen Bock mehr haben auf uns. Und dann so... Ja... Halten wir erstmal noch einen stundenlangen Dialog, damit die Leute gar nicht erst wegkommen, ne? Obwohl wir sie eigentlich weghaben wollen. Joa. Weißt du über Team Tundra Bescheid? Wusste er davor schon etwas von Team Tundra? Da hätte er mir vielleicht schon vorher Bescheid sagen können. Wohin ist er überhaupt gegangen? Er setzt so Turbo-Tempo ein und ist durch die Bäume gegangen. Er hat ein Cheat eingesetzt! Wallhack! Das geht so nicht. Mein Freund. Okay, wo lang geht's hier? Ein Item? Na, bei Pokémon, das ist schon mal etwas Gutes. Wenn es gutes Pokémon wäre, würde ich es noch fangen, aber es ist ein Hornliu. Und weil es ein Hornliu ist, habe ich keinen Bock aufs Hornliu. Und deswegen so tot. Oder auch nicht. Wir werden nicht vergiftet. Halt, stopp. Okay, okay. Ich will ein Item. Wenn hier drüben kein Item ist,
Was? Holy shit, ein Tropius Level 7! Was will uns das Spiel damit sagen? Fange ein Tropius! The fuck? Ah! Fange ein Tropius! Scheiße! Meine Fresse. Hashtag letzter Ausweg. Schön. Ja, wir nennen das Tropius Banana. Banana Phone. Ring, ring, ring. Banana Phone. Nein, ich benenne es diesmal nach ein paar Leuten, nach ein paar Abonnenten wieder. Wer wird Tropius? Wer wird Tropius? Wer wird Tropius? Das ist die gute Frage. Wir entscheiden uns für Termi, weil so... Tropius hat ja ein bisschen was mit Klima zu tun und den Tropen und Temperatur und Thermometer ist ja auch so ein bisschen davon abzuleiten und deswegen nenne ich ihn jetzt mal Termi. Mit Y natürlich. Ja, ja. Und so, Termi, Start, okay. Und das ist jetzt mal noch ganz knapp gut gegangen. Wir müssen mal jetzt einen Trank einsetzen, ne? Zum Glück haben wir 5. Oh, das geht sogar relativ gut. Dankeschön. Was, ich wollte eigentlich zurück. Egal, jetzt kann ich Tropius auch nochmal aufhören. Er hat 31 KP schon. Holy shit. Deswegen war der so kackschwer zu besiegen. Eine harte Nuss ist das. Der Tropius, eine harte Nuss. Wir reimen, Leute. Oh, hier können wir leider nicht lang. Dafür brauchen wir leider Zerschneider. Und der nächste Trainer ist auf dem Weg. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu speeden, aber ich muss speeden. Ich meine, wie langweilig ist das, gegen einen Wurmpel zu kämpfen? Okay, ein Webrak geht noch. Wir setzen mal Tropius ein. Es kann sich eh nicht entwickeln, aber wieso nicht, ne? Windstoß ist effektiv und damit so Bam, One-Hit. Bam, One-Hit. Okay, hier geht's anscheinend noch weiter. Ich weiß gar nicht, wo lang wir gekommen wären, wenn wir jetzt den anderen Weg gegangen wären. Wo wären wir denn dann lang gekommen? Das ist auch eine gute Frage. Das ist so eine sehr gute Frage. Aber egal. Nein! Wollen die mich eigentlich verarschen? Ja, jetzt will ich noch Level 8 werden lassen. Ich will Level 8 werden lassen. Dankeschön. Oh, Mann, war das knapp. Dankeschön. Ja, ich weiß, wir werden eh in den nächsten 2 Schritten sterben, aber okay, wir haben uns immerhin ein Tropius gefangen. Das ist schon etwas Gutes. 1, 2. Nein, es ist zum ersten Mal gestorben. Ja, das ist schade. Aber wir haben ein Tropius. Windstoß. One-Hit. Ja! So macht Pokémon-Spielen Spaß. Ein alter Mann. Er hat einen Fritzelblitz. Wir müssen es... Ja, genau, Paralyse. Meine Fresse! Gut, dass ich vorspulen kann, er die ganze Zeit paralysiert. Kann ich angreifen? Kann ich angreifen, weil er schon paralysiert ist? Keine Ahnung. Nonsense. Okay. Somit hat sich das... Was? Wo sind wir? Haus der alten Lady. Hallo. Dankeschön! Oh, sowas liebe ich. Ich liebe so eine Häuser, wo man einfach mal aufheilen kann. Sogar gleich 500 Mal hintereinander. Weil ich nochmal A gedrückt habe. Ein Pikachu! Lass uns es fangen, wir klauen es. Nein, ich werde dich nie wieder heilen, wenn du Pikachu mitnimmst. Okay. Ja, aber ich habe dann ein Pikachu. Nee. Oh, wenn man hier in dem Wald einen Pikachu fangen könnte. Das wäre mal so übelst sick. Oh, ich muss mal ein bisschen leveln hier. Das geht ja durch Speed eigentlich relativ einfach. Aber na gut. Ich meine, wieso sollte man beim Level nicht speeden? Ich meine, man will so ein schnelles LP machen und so. Keine Ahnung. Speed LP. Könnte man auch mal als Hashtag Challenge einbringen. Easy Challenge. Easy Jet Challenge. Mit Windstoß. So, Kinder, so einfach geht das.
Und da ist auch schon der nächste Krabbelgruppen-Kindertreffer. Nee. Moment, Krabbelgruppen-Kindertreffer. Was ist das für ein Wort? Was habe ich mir gerade ausgedacht? Alphonera. Lol. Ich dachte mir so, Heuler. Wieso sollten wir jemanden mit Heuler angreifen? Dabei ist das gar nicht Heuler, es ist Raserei. Das ist irgendwie sick. Das ist irgendwie nicht schlecht, dass wir Raserei noch können. Ich dachte, wir können nur Biss. Aber umso besser. Umso besser, meine lieben Freunde. Nächster Trainer. Oder auch nicht. Wundersaat. Gib mir Wundersaat. Oder auch nicht. Item. Item. Verdammt. Egal, dann halt kein Item. Dann rennen wir. Danke. Oh, immer noch eine Route. Nein. Ich will nicht. Nein, Voltilam, aus. Ich bin jetzt gleich paralysiert. Oh, oder. Oder auch nicht. Okay, dann sind wir halt paralysiert. Krass. Leute, wir erlernen Silberblick. Ich glaub's ja nicht. Das ist ja die beste Attacke überhaupt. Und genau, Krabbelgruppenkinder. So wollte ich das sagen. Krabbelgruppenkinder-Attacke. Ich komme mir gerade verarscht vor. Soll ich euch sagen, wieso? Weil die Musik, die bei mir gerade abgespielt wird, so ungefähr ist, als ob du gegen legendäres Pokémon kämpfst. Obwohl ich nur gegen ein Krabbelgruppenkind kämpfe. Egal, trotzdem geile Musik, geiler Hack. Und irgendwie würde ich es lieben, ihn mal auf dem, keine Ahnung, auf dem DS richtig zu spielen, so. Also als richtig hackmäßig, ne? Ihr wisst, wie ich das meine. So, nicht hackmäßig, so richtig. GBA, ja, spielmäßig halt. DS unten, Kartenstock reinschieben und zack, zocken. Da macht sowas auch viel mehr Spaß, aber irgendwie, weil es hier diese verdammte Leertaste gibt, drücke ich die ganze Zeit einfach mal auf Speeden. Irgendwie, weil mich diese ganzen Kämpfe einfach nur ankotzen. Seht ihr? Und ich kann dagegen nichts tun. Es ist, habt ihr selber schon mal auf dem Emulator gespielt? Also, ich meine, dann ist das so. Dann kann man daran nichts ändern. Ich meine, ich kann jetzt auch hier dran gar nichts ändern, dass ich die ganze Zeit speede. Auch wenn ich nur Pokémon begegne oder Bären pflücke. Nein, und dann passieren Fehler. Fehler, die eigentlich vermeidbar wären. Vermeidbar wären Bären. Sicke Rhymes bei Pool Movie 11. Le Trainer. Le Pokémon Trainer. Ich hätte nicht gedacht, ein anderer Trainer, Mann. Digimon Trainer. Ein Digimon Trainer begegnet dir. Er setzt Agumon ein. Agumon, Feuerstoß. Nein, mein Guilmon, Hilfe. Nein, du hast es fast besiegt. Was soll ich nun tun? Okay, das wäre fast schief gegangen. Okay, Beutel. Trank, danke. Auffüllen. Nein, halt, stopp. Halt, stopp, ich fühle mich gemobbt. Wieso sage ich eigentlich immer dieselben Sachen? Ich weiß es auch nicht. Nobody knows and nobody cares. Was passiert eigentlich als nächstes? Ich meine so, wir sind jetzt in diesem Wald hier. Und haben es immer noch nicht geschafft, ein Schwalbini zu besiegen. Weil wir paralysiert sind und eine Kackgenauigkeit gerade hatten durch den ganzen Sandwirbel zuvor. Was sich jetzt zum Glück gelegt hat. Hey, das sieht ja so aus, als ob da eine Stadt ist, ne? Ich würde mal sagen, da gehen wir da mal gleich hin. Kein Pokémon, ja! Lovely City! Moment, wir wollten uns in Hinkentown treffen mit dem Typen. Wieso sind wir jetzt in Lovely City? Egal, geht doch auch klar. Detektor zum Items finden. Wieso sollte ich den benutzen? Pfiffi Attacke! Lapras, du musst durchhalten! Ton. Wie kann das sein? Wieso habe ich gegen eine billige Arena-Leiterin verloren? Ich meine, sie kostet nur 20 Euro die Stunde. Für, ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin der Vorstand von Team Tundra. Wieso habe ich verloren? Wir haben alles geplant.
Ich kann dir sagen, warum du verloren hast. Du benutzt deine Pokémon, um irgendwelche Ziele zu erreichen, von denen deine Pokémon keinen Nutzen hat. Du zwingst es, Dinge zu tun, die es gar nicht möchte. Schweig, ich kenne meine Ziele gut. Und ich werde, egal was passiert, die Anweisung von meinem Boss befolgen. Ich bin zwar Vorstand, aber trotzdem noch ein Boss. Wie könnt ihr das tun, Markus? Wer ist Markus? Ach so, ich weiß, wer Markus ist. Es ist der Typ da. Okay, sie kennen sich also persönlich. Persönliche Angelegenheiten, jetzt bei RTL. Nein, Markus, du kannst es doch nicht tun. Du kannst mich doch nicht hier im Haus festhalten. Hashtag Stadt. Nein, er ist verschwunden. Mann, Kind, du darfst dir das nicht länger angucken. Schnell ins Haus. Okay, ich sehe gerade, hier wird gerade für RTL gedreht. Was gibt's denn hier noch so Schönes? Ja, also hallo Pool erstmal. Könntest du mich um Gefallen bitten? Ich will eigentlich gar nicht mehr, dass RTL hier dreht. Kannst du mal RTL und Team Eistee bitte wieder nach Hause schicken? Dann wäre das ganz cool und dann kannst du gegen mich Arena-Leiterkampf machen. Und dann so bam, ne? Verstehst schon. Was? Pass auf, dass niemand im Pokémon Center verletzt wird. Was? Okay, was sind diese Buchstaben? Ich versuch's. Und nochmal. Oh, schade. Ich dachte, sie sagt das nochmal. Oh, Leute. Ereignisreiche Folge. Wie immer, was soll es sonst sein? Wenn deine Folge nicht ereignisreich ist, war es keine Folge. Also war das jetzt keine Folge. Weil sie waren nicht ereignisreich. Wir waren nur in einem Wald. Und wir haben beim Drehen von einer RTL-Soap zugeguckt, die ja eh nur geskriptet ist. Und haben hier krass sicke T-Plus, Team Magma-Musik. Ja, würde ich so sagen. Oh, guck mal, eine Höhle. Ich glaube, dabei belassen wir es beim... Ja, heben wir uns für nächstes Mal auf, ne? Ich sag tschüss, ciao, Leute. Lasst was in den Kommis da. Wie geht's weiter? Was ist in dieser Höhle? Oh, was ist in der Höhle? Ich würde mal sagen, Team Eistee. Team Eistee ist da bestimmt drin. Und ich würde sagen, wir sehen uns, Leute, ne? Tschüss denn!